Jo Leute, ihr habt sicherlich schon mitbekommen, ich habe letztens schon ein Video zu Monte gemacht. In diesem Video ging es darum, dass er eine NFT-Seite beworben hat, die einen Hitler-Affen zum Beispiel angeboten hat als NFT. Mittlerweile ist dieser Affe aber nicht mehr im Sortiment auf dieser Seite nach der ganzen Kritik und meines Erachtens nach ist es auch der richtige Schritt gewesen. Und auch Monte hat sich dazu nochmal geäußert und hat sich auch nochmal in einem Livestream entschuldigt, auch wenn die ein oder andere Sache jetzt in meinen Augen nicht ganz so viel Sinn ergibt. Fangen wir aber jetzt erstmal mit der Entschuldigung von Monte an, bevor wir dann später auch zum Thema Scammen kommen. Monte meinte ja letztens noch, als er kritisiert wurde für diese ganze Hakenkreuz-Thematik genau das hier. Ich für mich ganz persönlich hätte es vermutlich gar nicht gelöscht, weil letztendlich, Digga, gehört das auch zu der Historie dazu und nur weil es irgendwie mal irgendwo ein Hakenkreuz zu sehen ist, macht nicht jeder gleich salutiert, still, stramm und grüßt Adolf. Das ist Schwachsinn, Digga. Ja, diese ganze Nazi-Scheiße gehört halt leider auch zu dem, was damals passiert ist, dazu. Rein geschichtlich hat er jetzt natürlich hierbei recht. Denn die Nazi-Zeit gehört nun mal zur deutschen Geschichte dazu. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Das war auch nie ein Punkt zum Beispiel in meinem Video gewesen. Aber was das mit NFTs zu tun haben soll, das möchte ich trotzdem gern noch wissen, weil das ist eine komplett dämliche Argumentation gewesen. Und Monte hat jetzt nach heftiger Kritik sich nochmal genau zu diesen Worten geäußert und sich auch nochmal dafür entschuldigt, weil er dort verwirrtes Zeug erzählt hat. So. Bevor wir weitermachen mit dem Vergnügen, will ich noch mal ganz kurz zu der Sache ein bisschen was sagen, was jetzt wieder ein bisschen bei Twitter und so los ist. Ich war selber ein bisschen von der Situation überfordert, dass ich mich aktuell für NFTs interessiere und auch gewillt bin, welche zu kaufen, sie zu zeigen oder auch mit anderen Firmen, die NFTs haben, zu kooperieren in Form von, dass ich dafür eine Bezahlung bekomme. Das ist ja alles entspannt und das wird auch in Zukunft so sein. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, ist die Kamera gut? Kann man auch mal machen. Aber, das soll jetzt keine billige Ausrede sein, gestern das Giveaway, was ich gepostet habe, habe ich nicht selber gepostet, sondern jemand aus meinem engeren Umkreis, kann man auch Management nennen, hat es gepostet und hat leider Gottes da etwas übersehen. Ich habe vorher gefragt, alles cool mit diesem Projekt, wie schaut es da aus, alles entspannt, es wurde gepostet. Danach hat Twitter ein bisschen gebrannt, kann man drüber diskutieren und zu Recht gab es da dann auch Kritik. Und gestern habe ich im Stream versucht, das irgendwie noch für mich so ein bisschen argumentativ hinzulegen und habe irgendwelche Aussagen gebracht, wo ich vorher 0% drüber selbst reflektiert habe. Also ich habe gestern das ganze Thema für mich abgehakt, habe den Post gelöscht dann selber. Und bin irgendwann nach Hause gekommen, hab den Stream angeschmissen, hab da nichts zu gesagt und irgendwann habe ich auf Krampf versucht, irgendwas zu sagen, was er dann mir noch ein Bein gestellt hat, weil ich da irgendwelche komischen Aussagen getroffen habe oder sagen wir mal nicht komischen Aussagen, sondern einfach wäre Aussagen ohne jeglichen Zusammenhang, einfach nur um irgendwas zu sagen. Ja, rückgängig machen kann ich es nicht. Ich kann nur eine Sache sagen, es tut mir sehr leid, auch wenn es kein originales Hakenkreuz war, was das zu sehen ist, sondern es ist ein buddhistisches Zeichen meines Wissens gewesen, was sogar für Frieden steht. Spielt aber auch alles gar keine Rolle. Am Ende kann ich nur eins sagen, man sollte vorher vielleicht nochmal double checken, was man postet, auch wenn ich es nicht selber gepostet habe, muss ich es trotzdem nochmal überprüfen, zur doppelten Sicherheit. Mir ist ganz wichtig, nochmal einfach zu sagen, dass die Sachen, die man auch dann damit in Zusammenhang bringt, mit dieser ganzen Nazi-Scheiße, ihr wisst ganz genau, dass ich mich davon sowieso immer distanziere. Ich habe Staatsangehörigkeit deutsch-türkisch, habe selber türkische Wurzeln, meine Mutter ist Türkin, ich habe Familie in der Türkei, auch wenn ich zu denen keinen Kontakt habe, trotzdem habe ich Familie in der Türkei. Und mir ist nur ganz wichtig, dass am Ende in einer Sache sollten wir uns alle einig sein, ein big fuck you an alle Rechtsextremen und Nazi-Wichser da draußen. Mehr gibt es nicht zu meiner Seite auszusagen. Also immerhin ganz gute Abschlussworte, die er dort getroffen hat. Ich persönlich konnte es jetzt auch nicht verstehen, warum man jetzt Monte in die rechte Ecke drängen möchte. Also ich meine, was hat das Bewerben von einem solchen NFT damit zu tun, ob jetzt jemand rechts ist oder rechtsextrem ist, ein Faschist ist oder sowas. Es war halt einfach nur extrem dumm und ich glaube, das wollen die meisten damit ausdrücken, aber natürlich ist das Ganze wieder so krass eskaliert, dass einige jetzt wirklich dachten, dass Monte ein Rechtsextremer ist. Aber dass er jetzt auch endlich mal die Wahrheit sagt und sein Verhalten halbwegs reflektiert und wirklich sich auch mal entschuldigt dafür. Das finde ich wirklich gut, weil das ist man jetzt nicht unbedingt von Monte gewohnt gewesen. Aber eine Aussage, die mir bei Monte und auch bei den Zuschauern von Monte immer wieder aufgefallen ist, ist diese hier. Ich kann nur eine Sache sagen, es tut mir sehr leid, auch wenn es kein
originales Hakenkreuz war, was das zu sehen ist, sondern es ist ein buddhistisches Zeichen meines Wissens gewesen, was sogar für Frieden steht. Bro, also wer in Deutschland bei einer roten Armbinde mit weißem Hintergrund ein verkehrt rumes Hakenkreuz als Friedenssymbol sieht, der ist definitiv komplett durch in seinem Leben. Also ohne Witz, jetzt sau viele haben genau diese Aussage getroffen, um Monte zu verteidigen. Als ob auch nur ein einziger in Deutschland bei einem umgekehrten Hakenkreuz an ein buddhistisches Friedenssymbol denkt. Und ich bezweifle jetzt mal ganz stark, dass Monte überhaupt davon wusste, dass das umgekehrte Hakenkreuz ein buddhistisches Friedenssymbol sein soll. Also bitte labert einfach keinen Müll, was das angeht. Es ist offensichtlich zu erkennen, dass das ein Hakenkreuz darstellen sollte. Aber nichtsdestotrotz war es aber auch mal ganz cool zu hören, dass Monte hierbei mal relativ reflektiert spricht und auch sagt, dass er Scheiße gelabert hat. Und ich pick jetzt einfach mal darüber hinweg, dass er jetzt gerade sein Management damit verantwortlich machen wollte, dass die den Scheiß gepostet haben. Denn wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, Monte ist selber die ganze Zeit privat auf Twitter unterwegs, löscht auch ganz viele Sachen. Aber sollte das Management mich blockiert haben, entblockt mich bei Monte. Ich finde das sehr, sehr schrecklich. Machen wir jetzt aber mal weiter mit dem Thema Scam. Und da muss ich auch nochmal ganz klare Kritik da lassen, denn diese NFT-Seiten, die dort beworben wurden oder generell NFTs, sind zum Großteil, finde ich persönlich, extremer Scam. Und ich finde das fast genauso verwerflich, wie Online-Casino-Werbung zu schalten. Und warum das so ist, das sage ich euch jetzt. Bei diesem NFT-Zeug, welches Monte, iCryMix und viele andere Influencer bewerben, geht es eigentlich nur darum, selbst Profit zu machen. Und wie sie das machen, ist eigentlich ganz einfach. Und warum das Scam ist, zeigt sich auch relativ schnell. Deswegen investiert bitte nicht in solche Sachen, in solche NFTs, denn das ist zum großen Teil extrem gefährlich auf dieser Seite. Beginnen wir jetzt aber mal mit dem Thema Eigenprofit. Wie gesagt, haben ja Monte und auch iCryMix eigene NFTs. Bei iCryMix haben wir da zum Beispiel dieses Boring Ape. Dieses NFT hat er sich einfach für 200.000 Euro gekauft und dafür sein Lamborghini abgegeben. Doch wie kommt es jetzt dazu, dass genau dieses schlichte NFT einfach 200.000 Euro wert sein soll? Naja, ganz einfach, weil es einfach künstlich von vielen Influencern und auch reichen Leuten gehypt wird, denn an sich ist dieses Bild nichts wert. Man hat auch nichts davon. Es gibt dort nämlich eine Gruppe namens Boring Ape Yacht Club. Und dort werden diese Boring Apes verkauft und auch angeboten. Und diese Leute, die diesen Club bzw. auch diese NFTs erstellt haben, bezahlen jetzt Influencer, damit Influencer für deren NFTs werben können. Und je mehr natürlich Influencer Werbung machen, umso mehr ist dieses ganze NFT gehypt und umso teurer wird dieses NFT und dadurch profitieren dann die Ersteller davon. Und das Ganze zieht eigentlich bloß darauf ab, dass jetzt irgendwelche Zuschauer von iCryMix, von Monte und so weiter sagen, boah, das ist ja spannend, ich sollte jetzt definitiv in genau diesen Affen investieren, weil der ist von 1.000 auf 200.000 Euro hochgestiegen und wenn ich den jetzt kaufe, kann ich den später für 300.000 Euro verkaufen. Und genau durch diesen unrealistischen Anstieg von diesen Preisen, die da teilweise gemacht werden, denken sich Zuschauer, sie können den riesen Profit machen und dann werden sie später verkacken. Dazu werden wir gleich kommen. Also da wird halt einfach von dieser Gruppe ein unrealistischer Wertanstieg suggeriert, damit irgendwelche Unwissenden dann extrem viel Geld in solche NFTs investieren und dann stehen sie plötzlich vorm Nichts. Und je mehr Influencer dafür werben, umso größer wird der Hype und umso mehr wird natürlich dieses NFT auch vom Wert steigen. Bedeutet, Influencer, die bekommen Geld für die Werbung, Influencer kaufen sich selber NFTs und durch diesen Hype, den sie generieren, steigt natürlich auch der Preis von diesen NFTs, die sie dann auch verkaufen können und damit haben sie doppelt Plus gemacht. Doch machen wir jetzt weiter mit dem Thema Scam, was ja ineinander einhergeht. Warum denke ich eigentlich, dass diese NFTs Scams sind? Ganz einfach, nachdem ihr jetzt wisst, dass diese NFTs künstlich nach oben gehypt werden, um einen Wertanstieg anzuzeigen, denke ich, dass diese Zuschauer, die so ein NFT kaufen, ihr ganzes Geld verlieren werden. Denn ich denke, ähnlich wie auch ein Stay, dass es dort Gruppen gibt, die andere Menschen abziehen wollen. Machen wir jetzt das Ganze einfach mal anhand von einer ähnlichen Affengruppe wie die Boring Apes, die halt solche NFT-Affen anbietet. Die Gruppenmitglieder, die kaufen sich jetzt gegenseitig die ganze Zeit ihre NFT-Affen umher. Und das nur, um in diesem Transaktionsverlauf zu suggerieren, dass der Preis immer höher und höher wird. Also, dass dieser Anstieg von diesem NFT immer besser wird. Das Ganze geschieht natürlich auch in Absprache miteinander von diesen Gruppenmitgliedern. Und wenn jetzt ein Zuschauer von einem Monte oder auch einen iCryMix kommt, dann diesen Transaktionsverlauf sieht und merkt, Alter, dieser Wert, der steigt ja immer mehr. Der ist von 2.000 auf 4.000, von 4.000 auf 8.000, von 8.000 auf 20.000. Dann investiere ich jetzt selber einfach mal 20.000 Euro, um dieses NFT zu kaufen, damit ich das dann später für 40.000 verkaufen kann. Jetzt ist aber das Problem, genau dieses NFT, was du jetzt für 20.000 gekauft hast und für 40.000 verkaufen möchtest, das wird nichts mehr wert sein. Denn die Mitglieder von dieser Affengruppe, die wissen ganz genau, das ist an sich nichts wert. Nur die Gruppe pusht das einfach nach oben, aber sonst möchte das niemand haben. Und somit hat diese NFT-Gruppe einfach 1.000 Euro Profit gemacht und das nur, weil irgendein Dulli daran geglaubt hat, dass es irgendeinen Hype gibt. Das Ganze, was ich jetzt hier sage, ist natürlich auch nur Spekulation von mir. Aber es wird halt relativ viel Sinn machen, denn dadurch kann man halt easy Leute abziehen. Denn wo es einen Markt gibt, wird es auch definitiv immer irgendwelche Betrüger geben, die natürlich das Geld den Leuten aus der Tasche ziehen wollen. Und genau dafür wird gerade bei sehr großen Influencern immer wieder Werbung gemacht, sei es ein Monte, sei es ein iCryMix, Standard
Standardskill oder sonst wer. Und ich sehe das persönlich als große Gefahr an. Genauso wie auch der dunkle Parabelritter dazu ein Video gemacht hat und auch Stay dazu ein Video gemacht hat. Und ebenfalls auch da aufgeklärt hat, wie gefährlich das Ganze sein kann. Und wie Stay auch schon sagte, wollen sogar einfach diese NFT-Hersteller das extra seriös vermarkten, indem sie diese Werbung auf Englisch schalten, obwohl die selber Deutsch sprechen. Und dafür hat Stay sogar extra eine Ansage gegen Monte gemacht. Denn die Typen, mit denen du Giveaways machst, sind unter anderem die, die mich versucht haben, über Twitter hart wegzucanceln. Das erste Giveaway, was Monte über NFTs gemacht hat, ist mit dem Typen, der mich aufgrund der Tatsache, dass ich die Profilbilder ändere und die ein bisschen verarsche, auf Twitter, auf Twitch und bei allem möglichen Scheiß ankacken wollte. Das ist der erste Dude, mit dem der zu tun hat. Digga, und ich nehme es nicht persönlich, vielleicht wusstest du das nicht. Aber das ist ein und hat es am Ende versucht herunterzuspielen. Und sich hingestellt und gesagt, haha, just a joke. Das ist ein der Deutsch spricht, sich aber zu fein dafür ist, damit er den American Glamour weitergibt. Also überlegt euch das mal. Selbst Stay, der Monte eigentlich immer in Schutz genommen hat, wird hier öffentlich sauer und macht eine Ansage gegen Monte, weil Monte hier gerade mit jemandem gepartnert ist, der es eventuell nicht so gut mit einigen meint. Und der auch bewusst Werbungen auf Englisch haben möchte, um das Ganze seriöser zu verkaufen, damit Leute wirklich auf das Ganze reinfallen. Und im Prinzip ist das Ganze, wie ich euch das jetzt gerade schon erklärt habe, extrem riskant und extrem gefährlich. Deswegen bitte ich euch, investiert dort nicht drin. Denn die Preisverläufe bei vielen NFTs sind so unnatürlich nach oben gestiegen, dass da irgendwas faul sein muss. Ich meine, NFTs sind im Prinzip eine extrem geile Sache und auch eine coole Idee. Jedoch ist die Umsetzung nicht ganz so einfach, wie sie momentan dargestellt wird. Denn genau so eine Methode wird halt von den falschen Leuten genutzt auf dieser Seite. Und genau deshalb werde ich, solange es noch diese Methode gibt, einfach nicht in NFTs investieren, weil man nie sicher sein kann, was jetzt gerade mit meinem Geld passiert. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr NFTs findet. Lasst auch gerne einen Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Stänkchen und Zwängchen, euer Alpha Kevin und ciao.